ist der Wahnsinn. Unser bester Mod und Samira denkt so, fuck you. Crazy. Aber war gut, oder? Hast du echt gut gemacht, ne? Für erste Among Us-Runde, du spielst schon besser als Faro. Ja, warte mal, wir müssen einmal so. Boah, Junge, brutal. Muss immer so ein bisschen hier, sonst man hört dich sonst gar nicht. Okay. Ja, das hat man gehört. Und du kannst immer sehen, wenn du hier sprichst, dann schlägt das hier aus. Sag mal was. Stark. Okay, jetzt sind wir Morphling, Freunde. Morphling, Morphling. So, wir faken erstmal die Keys. Jetzt machen wir hier einmal Sample. Jetzt machen wir Tür zu, Licht aus. Bernie, mit Faro würde ich gern spielen, deshalb töte ich den mal jetzt nicht. Kommt aber keiner lang. Faro hat ein Handicap von 100, warum? Oben im Lab sind sehr viele. Pass auf, wir sneaken uns jetzt rein. So, jetzt hat auf jeden Fall Stugi uns gesehen. Jetzt ist Stugi auch tot, der First Kill Sheet hat. Oh, der hatte First Kill Sheet. So groß wie im Real Life, danke. Jetzt können wir reden. Oh, ah, okay, Big Winner. Und du bist am Arsch. Oh, ich liebe alles daran. Ja. Hallo. Ja. Hallo. Au. Hallo. Katze ist gewitcht. Ich bin gewitcht. Ja. Make me happy. Was? Der sagt, dass, egal, dass es ihn glücklich macht. No. Na sicher. Ja, Katze. Wer ist es? Also, das Problem ist, Lights Out hat existiert. Grundsätzlich würde ich sagen, mögliche Leute dafür wären eigentlich nur Knechti oder Smaggy. Mich und da wirklich nicht. Wir gerade in die Runde gegangen sind mit den Worten, dass ich so viele Feinde habe und Knechti Nein gesagt hat, würde ich sagen, es ist Smaggy. Nein, bin ich nicht. Kann dir mal bitte jemand aus Witch gehen? Smaggy. Das könnt ihr gerne machen, aber dann schiebt der Gutgesser. Ja, aber das ist sinnvoller, als mich zu voten. Ja, nicht, ja, deswegen. Ja, deshalb. So. Yeah. Ich sag aber, ich bin nicht die Witch. Tja, Katze. Schön, ja, was dann ist jetzt für Sternchen passiert? Sternchen wurde von Smaggy gegessen. Da müssen wir Smaggy wohl voten. Katze will nur die Runde wegwerfen. Also, aber, ich hab's mir schon beim ersten Call Ruffy gedacht. Aber jetzt ist ja ganz offensichtlich. Was ist mit Katze, mir? War Ruffy nicht mit uns? Links? Möglich, aber warum willst du denn jetzt die armen Ruffy rausvoten? Ich hab gleich noch eine Info zum Kill, wenn ihr durch seid. Maggie, hast du Macke oder was? Hast du Jutta? Ich hab dich nicht einmal gesehen und Katze auch. Hast du da auch eine wilde Bernie rumrennen sehen? Achso, nee, das nicht. Warte, kommt das hin? Aber wo das kommt bin hin. Ich rumgelaufen? Oben das im Lab. Das könnte hinkommen. Ich bin gerade eben erst in den Lab reingelaufen. Von den Infos, die ich habe, passt das. Jetzt haben wir den Boot nicht gemacht. Ich bin schon eben erst reingelaufen. Ich weiß aber nicht. Ich kam vom Scanner. Wiedersehen. Ein Bahn. No one was injected. Wir sind Morphling. Oder hast du gar nicht aufgepasst gerade? Hui! Lass mal Faro ein bisschen triggern. Sollen wir Faro ein bisschen triggern? Okay. Warte dann. Faro ist rechts lang gelaufen. Schau, guck mal, da ist Faro. Der beißt sich aber fest, ne? Okay, warte mal. Faro triggern, okay. Das heißt, wir müssen Faro ein wenig beschuldigen. Hast du gerade an mir gerochen? Einfach töten? Ne, wir wollen ja mit Faro spielen und nicht gegen ihn. Also wir haben jetzt gesehen, Faro ist im Lab. So. Jetzt killen wir einfach hier und sagen, Faro hat, Scheiße. Ja, guck mal, Smaggy sieht da oben. Oder hier ist irgendwo ein Morphling. Smaggy kannst du jetzt nicht töten, oder? Als Child. Nee, der ist, genau, den kann ich nicht töten. Könnte er töten? Ja, wenn er böse wäre, aber er ist ja nicht böse, sondern ich bin... Aber kann auch der Fall sein. Ja, nee, kann der, glaube ich, nicht. Von, also das geht von der Programmierung an, wie geht das nicht? Der kann nur Imposter sein. Filone, ganz viel Liebe. Danke für 17 Monate. 17 Monate. Klasse.
So, hier war Shoshi. Hast du irgendwen gesampelt? Gesampelt, ja, ich kann mal jetzt jemanden samplen. Okay, Snitch ist dead. Filone, danke, danke. Oh, guck mal, Faro ist selber auch tot. Da ist die Toffel und ich waren in der Trap oben. Ja, ja. Oh, die Leiche, die liegt vorm Komms-Ausgang und Ruffy ist drauf rumgetanzt. Und da Toffel ist auch eine Trap und ich glaube, dass Ruffy, Geisty und ich in der Trap da unten waren. Das kann sein. Also ich bin gerade in zwei Traps im Lab gewesen. Ich stehe da seit 3 Sekunden ungefähr. Ich bin auch gerade zugekommen. Ich habe nur kurz gewartet. Junge. Ja, mehr weiß ich nicht. Wo ist Geisty? Ruffy ist Jekyll. Ruffy ist hundertprozentig Jekyll. Hundertprozentig. Toffel das und Shoshi hundertprozentig gut. Quatsch. Ich wurde es kann halt nicht anders Toffel sein, und Jack, weil Geisty und ich in beiden anderen, also in beiden Traps waren und du die Einzige bist, die nicht oben mit drin war. Ich war oben mit euch drin und deswegen hat es Maggie mich damit rausgebracht. Genau. Ich war in zwei Traps. Ich war unten und oben in der Trap. Welche das oben? Ich. Doch, nachdem Shoshi drin war, war ich drin. Hä, Raffi, du warst nicht drin. In der Electrical-Tür. Nein, da warst du nicht drin. Also ich war auch in der Trap, ne? Ich bin nach dir da reingelaufen, da warst du schon. Nein, du bist, nein, du bist nicht nach mir da reingelaufen. Ich bin Leiter, das hätte ich gesehen. Lul. Ich war auch in der Trap. Hallo. Ja, hallo Tesse. Schöne Runde. Knechti, hallo. Gigi. Gigi. Hallo. Gigi. Gigi, okay, gewonnen. Ja, der hat der Ring gemacht. Einfach souverän runtergespielt. Klasse. Knechti. Berlin hat gespielt, nicht du. Was heißt hier? Nee, nee, nee. Was heißt hier? Habt ihr toll gemacht. Wir haben halt eine böse Rolle raus. Ja, das war gut. Ja, was sollen wir denn machen? Ja. Aber das war schon schön. Freunde, ich call letzte Runde. Na, finde ich schon kacke von dir, Tesla. Es muss leider um 21 Uhr gehen, tut mir leid. Ich lass Dalin nochmal spielen. Ja, du kannst gerne weggehen, Dalin. Dann lass sie generell für dich spielen. Mach du Spiel an deinen Füßen rum, bitte. Okay, Freunde, an der Stelle, hallo YouTube, ich grüße euch. Hier ist Dalin. Wir spielen heute zusammen Among Us. Dalin, wink mal ruhig in der Kamera ein bisschen. Freunde, an der Stelle, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne kostenlos ein Abo da hier auf Terste. Ja, checkt unbedingt mal die Codenames-Runden aus auf Terste. Link ist in der Videobeschreibung und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Da bin ich hingegangen, so, hab in den Ofen. Wir können nochmal switchen, wenn du willst. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich nicht weiß, wie das Zeug aussieht, wenn es fertig ist.